Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Rebirth. Ich bin Rilkönfus Brain oder einfach nur Yannick und wir starten mal wieder mit einem neuen Run und heute spielen wir das allererste Mal mit Eden. Ich möchte euch natürlich viel von diesem Spiel präsentieren, denn dieses Spiel wird ab sofort ein festes Format auf meinem Kanal und ich werde dieses Spiel sehr häufig spielen, täglich, bis ich wirklich keinen Bock mehr habe und das kann geradezu ein halbes Jahr dauern. Deswegen macht euch darauf gefasst, das wird jetzt immer kommen. Und kleine Erklärung, wer ist Eden? In The Binding of Isaac Rebirth gibt es neue Charaktere und ich habe das extra hier nebenbei offen. Und Eden kann man eben bekommen, wenn man das erste Mal das Herz zerstört. Ich habe das erste Mal schon das Mutterherz zerstört, leider ohne Aufnahme, und Eden dabei freigeschaltet. Eden hat zum einen weiße Haare und immer einen neuen Haarstyle. Er hat ganz viele Styles, sieht manchmal aus wie ein Super Saiyajin, manchmal aus wie ein Hardcore-Goth. Und ja, folgendes. Eden ist sehr, sehr interessant, denn ihr seht schon, unten sind Fragezeichen und Tokens. Die Fragezeichen stehen dafür, dass dieser Charakter komplett randomized ist. Alle Stats, die man bekommt, sind random. Man bekommt ein random Pick-up-Item, zum Beispiel Coin, eine Bombe, einen Schlüssel, eine Karte oder eine Pille. Man startet mit zwei Items, die man bekommen kann aus dem Item-Pool, was man freigeschaltet hat. Und man bekommt eben einen von vielen weißen Haarstilen, die Eden halt hat. Eden hat solche Tokens und je nachdem, wenn man die Mom tötet, bekommt man einen Token, um mit Eden zu spielen. Wenn man keine Tokens mehr hat, kann man auch nicht mit Eden spielen. Aber wir werden jetzt auch schon in unseren ersten Run starten mit Eden. Mal sehen, wie das bei uns aussieht. Wir haben 5 Bomben, haben die Bohne, diesen Haarstyle und ein blaues Herz. Interessant, ich weiß nicht ganz genau, was die Bohne macht. Ich glaube, das wäre so ein Poops-Dings. Und falls ihr auch diesen Run spielen wollt, ich blende das jetzt immer ein. Oben links ist der Seed, den müsst ihr eingeben, damit ihr dann, damit ihr das auch spielen könnt. Denn man kann ja Seeds eingeben, damit man den gleichen Raum hat. Und so ist das nun mal. Hier ist auch eine Karte sofort. Challenge me, the Emperor. The Emperor, falls ihr das nicht wisst, die Karte bringt euch instant zum Boss oder zur Boss-Stage. It hurts so good. Plus 5 Bombs. Hm, gerne. Seht ihr, wir kriegen schon wieder die Bomben in den Popo geschoben. Das ist auch was Schönes. So, hier jetzt trotzdem weiterhin aufpassen. Denn auch wenn wir auf der ersten Etage sind, manchmal kann man selbst in dieser echt blöde Fehler machen. Und das wollen wir ja nicht, meine Damen und Herren. Das wollen wir ja nicht. Noch eine Bombe. Wundervoll. So, und ihr seht schon, wir haben nicht 3 rote Herzen, sondern nur 2. Und eben ein blaues Herz. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe echt lieber rote Herzen anstatt blaue, weil man die roten eben ganz einfach gesagt wieder auffüllen kann. The Duke of Flies, ein guter Dude, den mag ich. So, und wie ihr gesehen habt, das war das Item, Bad Gas. Damit könnt ihr eure Gegner anpupsen und die kriegen für eine kurze Zeit eben Schaden dadurch. Und was sind das für monströse Fliegen? Mutter Maria Gottes. So, wie gesagt, der Duke of Flies ist ein ganz cooler Dude, der geht ganz schnell kaputt. So, und hier unten haben wir eine Pille, oder was ist das? Speed up and size down, Koffein Pill. Was ist das? Challenge me, wir haben 2 Mother Emperor, interessant. Und noch eine Pille. Tears up, ja moi, ja moi, ja moi, das ist doch schön. Gut, und sonst gehen wir jetzt auch schon weiter. Und übrigens, neben dem Item oben links ist so eine kleine grüne Leiste. Die ist dafür da, wie oft man aufladen muss, damit man dieses Item wieder benutzen kann. Hier haben wir eine grüne Leiste, das heißt, wir müssen in einen Raum gehen, diesen clearen oder halt einen neuen Raum öffnen und dann ist das wieder aufgefüllt. So viel dazu. Und ich habe mich selbst schon öfter ja gefragt in den Runs, was es bedeutet, dass da so eine Uhr auf der Minimap ist. Wenn man zu der ersten Mom kommt, zu dem Fuß, vor 12 Minuten, kann man einen kleinen Extra-Raum freischalten. Dieser Extra-Raum besteht aus allen Bossen, die es in Isaac gibt. Alle apokalyptischen Reiter, alle Bosse, die es gibt, die muss man alle besiegen und danach bekommt man ein super-duper Item. Und dementsprechend, das lohnt sich schon. Das habe ich einmal geschafft, denn der Daniel, mein guter Kollege, der hat mir gesagt, dass ich unbedingt das mal machen soll, da mal vorbeischauen soll. Denn das würde sich definitiv lohnen. Und ich habe es wirklich geschafft unter den 12 Minuten. Auch aus dem Grund, weil ich eine The Emperor-Karte benutzt habe und somit halt sofort zur Mom kam. Und die 12 Minuten definitiv geschafft habe. Also es ist machbar, keine Angst, ist gar nicht so schwer. Aber der Raum mit den ganzen Bossen ist wirklich knallhart. Das ist, also da solltet ihr echt vorbereitet sein, wenn ihr da reingehen wollt. So, wir werden uns erstmal auf der Etage noch ein bisschen umgucken, bevor wir jetzt zum Boss gehen. Denn direkt am Anfang zum Boss zu stratzen, ist nicht unbedingt immer so top. Wir machen erstmal den rechts hier platt. Holen uns die ganzen Fliegen aus seinem Magen. So ekelhaft das auch klingt. So, bitte keine Slowdowns. Zip, 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 zip. Und eine Trollbombe. Ja, so doof bin ich doch nicht, dass ich da reinlaufe. Hier haben wir ein Herz.
Hier haben wir Envy. Die Eifersucht. Auch eine recht einfache Todessünde. Besteht darin, dass er sich immer wieder aufspaltet in zwei solche kleineren Dinger, bis er letztendlich ganz, ganz klein ist. Kleiner Trick bei dem hier, immer zuerst auf die ganz kleinsten Sachen gehen, damit man sich so die kleinsten Sachen aus dem Weg schafft und immer wieder nur die großen vor sich hat. Denn die großen, die kann man einigermaßen einfach easy alleine kaputt machen. So, den auch noch. Und ihr seht, dass sich das auch recht schnell hat. Und wir kriegen Shoop the Whoop! Und Faith Up. Shoop the Whoop kennen einige von euch vielleicht. Ist ein Internet-Hype. Da macht ihr dieses I'm a fire in my laser. Und genau das kann man eben mit diesem Shoop the Whoop. Hier ist kein... Hier müsst ihr übrigens immer richtig gut aufpassen, denn die blauen Steine sind jetzt wirklich nicht mehr so offensichtlich, wie sie es damals waren. Bei diesem Item haben wir jetzt übrigens zwei grüne Balken. Das heißt, wir müssen zwei Räume absolvieren, bis wir dann eben wieder dieses Item benutzen können. Und wir müssen gegen Monstro. Den guten Dude haben wir auch schon sehr oft gesehen. Und ihr seht, das, meine Damen und Herren, war Shoop the Whoop. Recht einfach erklärt, wie ich es halt gerade eben gesagt habe, man feuert einen Laser, kann in eine Richtung zielen, wie als ob man Tränen schießt, und so macht man das dann eben platt. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn man schon bei der Boss-Stage ist und dann The Emperor einsetzt? Ich werde es jetzt nicht testen, weil Monstro, da bin ich echt glücklich drüber, dass ich den habe, weil der ziemlich easy ist. Und wir haben Speed Up, denn wir wurden mit dem Gürtel geschlagen, was nicht ganz so schön ist. Oh, wir kriegen zwei schwarze Herzen. Schwarze Herzen sind übrigens sehr super. Wir werden nicht Guppys Tail nehmen, denn wir haben wirklich nur zwei rote Herzen und noch weniger zu kriegen. Das wäre fatal. Leider haben wir keinen Schlüssel und können oben nicht in den Gewinnerraum gehen. Und zu den schwarzen Herzen. Wenn man ein schwarzes Herz in einer Stage verliert, die werden ja einem abgezogen wie ganz normale Herzen, wenn man das Herz verliert. Und wir haben Samsung freigeschaltet. Den kriegt man, meine ich, wenn man zwei Stages abschließt, ohne Schaden zu nehmen, ohne ein Herz zu verlieren. Haben wir gut geschafft. Und wenn man ein Herz verliert, ein schwarzes, in einer Stage, wo jetzt zum Beispiel vier Monster sind, ihr werdet zweimal angegriffen, habt ein ganz schwarzes Herz verloren, wird die komplette Stage gecleared. Also dieser Raum wird dann komplett gecleared. Und, oh, schwarze Herzen sind sehr super. Kann man auch sehr oft ausnutzen, sage ich mal, wenn zum Beispiel ein Raum wirklich viel zu hart ist und ihr nicht so viele Herzen verlieren wollt. Einfach Schaden nehmen, dass ihr ein Herz verliert, ein schwarzes, und dann hat sich das. Dieser Raum war jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen eklig, ging aber noch einigermaßen. Übrigens, immer Gegner, die ihr nicht kennt, würde ich an eurer Stelle mal instant ausschalten. Denn Sachen, die man nicht kennt, sollte man... Oh Gott. Schnell loswerden. Sonst kann das nur zu ganz ekligen Momenten führen. Wo man Herzen verliert, die man nicht verlieren muss. Oh. Der Raum ist recht easy. Warum sind alle Gewinnerräume abgeschlossen, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Aber zum Glück ist das Schicksal auf unserer Seite. Was haben wir hier denn? Ein Doktortitel. Better Pills. Cool. Wir kriegen bessere Pillen, denn wir haben einen Doktortitel. I found Pills. Was auch immer diese Pille jetzt bewirkt hat. Aber wir haben eine Pille gefunden. Der gibt für Herzen was, aber mein Freund, das tut mir leid. Diesen Wunsch werde ich dir nicht erfüllen. So. Boom. Kettenreaktion. Das sind die, die so in zwei verschiedene Richtungen spucken. Von daher immer, am besten direkt unter denen stehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Boss. Polycephalus. Das war blöd eingesetzt, das Item. Hätte man definitiv besser machen können. Gegen diesen Boss habe ich selber noch nie gespielt. Deswegen habe ich auch nicht wirklich die Ahnung, was er macht. Aber ich komme langsam drauf, was er wohl macht. Warum weint unsere... und ihr seht, da hat es gerade Schaden gemacht, denn wir wurden attacked von dem Ding. Okay, also wichtig bei diesem Boss, nie lange auf einer Stelle stehen bleiben. Könnte euer Verhängnis werden. Okay, interessant. Ich wusste nicht, dass das unsere Bombe kann. Na, schade. Er duckt sich immer unter unseren Sachen weg. You unlock the cellar. Ja, wunderbar. Cool. So. Tears and Shot Speed Up. Das ist doch traumhaft. So, was geht hier oben noch? Kriegen wir vielleicht ein Herz? Leider nicht. Okay, wir werden hier nichts einlösen, denn das ist mir doch wirklich zu fatal, da jetzt irgendwie unsere zwei roten Herzen, die wir sowieso nur haben, dafür jetzt irgendwie drauf zu lassen.
draufgehen zu lassen. Und okay, bis jetzt gefällt mir Eden. Eden ist ein cooler Typ. Wir haben jetzt auch ein bisschen Glück gehabt, was wir wirklich für Attribute bekommen haben. Ach, das sind die kleinen Viecher, die zu einem hingelaufen kommen. Übrigens, aber auch wenn man diesen Bosseraum nicht schafft, das ist gar nicht so schlimm, wenn man das nicht schafft. Denn so sieht man wirklich mal alle Bosse, die es gibt. Das ist echt eigentlich ziemlich fett. So. Leider haben wir keinen Schlüssel. Schade, schade, schade. Wir haben hier ziemlich viele Mushrooms und mir wurde ja gesagt, dass man diese Mushrooms ruhig kaputt machen kann. Weil da wohl öfter Sachen raus spawnen. Aber ich habe, to be honest, echt Angst, die kaputt zu machen, um meine Bomben zu verschwenden. Ah, oh, das war blöd. Schaden genommen, wo wir wirklich nicht hätten Schaden nehmen müssen. Besonders bei blauen Herzen ist das immer sehr, sehr schade. Ah, sehr blöd. Da habe ich gerade oben auf meine Lebensleiste geachtet, ob es jetzt schlau wäre, da jetzt Leben zu verlieren, damit man einfach alles hier tötet. Wäre nicht so schlau gewesen. Die Frage ist jetzt nur, wenn die Tränen schleudert, die macht trotzdem noch den Schusseffekt. Das ist schön. Oh, ich will nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Wir hatten nämlich schon mal bei dem letzten Run, hatten wir es ja schon mal, dass die bei TNT-Fässern standen und ich habe es nicht so kaputt gemacht. Das war ein bisschen blöd. Denn die TNT-Fässer können echt manchmal ziemlich nützlich sein. So, war der Dings, der Gewinnerraum oben gerade abgeschlossen? Ich meine schon. Ja, war er. Ich erinnere mich. Das heißt, wir werden da mal eben hochstratzen und uns da unser Item abholen. Reusable Pill Generator. Ist schon ganz cool, weil man dadurch echt viele Pillen bekommt, aber und besonders auch cool, weil wir bessere Pillen bekommen. Aber Shoop the Whoop ist auch eigentlich ziemlich fett. Nope, wir nehmen die Pillen. Wenn wir eh schon jetzt unser Doktortitel haben, dieses PhD, und dann jetzt noch bessere Pillen bekommen. I found pills. Was bringt das? Bringt das erst was, wenn wir irgendwie... Nee. Irgendwas bringt's wohl, aber ganz genau, was es bringt, weiß ich eh nicht. Oh, stirb doch. Ein Ding. So, hier können wir unsere Karte wieder mitnehmen. Und ihr seht schon, wir hatten gerade einen Raum abgeschlossen. Und jetzt ist ein grüner Punkt eben bei unserem Item jetzt wieder dazugekommen. Ich muss ehrlich zugeben, beim Reusable Pill Generator braucht man ganz schön viele Räume, damit man das wieder benutzen kann. Das ist übrigens echt nicht so cool, dass das so viele sind, die so schnell laufen. Aber wir haben die gerade ziemlich alle auf einem Stand gleichzeitig K.O. geschlagen. Das war ganz gut. So, und ich weiß, ich könnte schon sofort zum Boss gehen, aber das werden wir nicht tun. So, okay. Und nochmal einmal ein großer Raum. Mit ganz vielen Spinnies. Also Leute, die jetzt gerade eine Spinnenphobie haben, werden wahrscheinlich gleich weinen. Tut mir sehr leid. Oder eine Madenphobie, stimmt. Es gibt doch bestimmt auch Madenphobien, oder nicht? Da haben wir eine Pille. Bombs are keys. Wäre geil, so viele Schlüssel zu haben, aber erstmal nicht. Erstmal nicht. Denn die Bomben kann man doch echt momentan besser gebrauchen als Schlüssel. Denn wir haben einen Schlüssel, das reicht, um gleich nochmal einen Gewinnerraum aufzumachen. Und mehrere Schlüssel finden wir eh noch. Und ich möchte nicht meine Bomben so wegschmeißen. Da mir die doch ganz schön wichtig sind. Are you a wizard? Ich glaube, das ist jetzt... Ja genau, wir schießen so diagonal. Aber ich glaube nur in diesem Raum. So, und ich benutze jetzt mal die Karte, damit wir sofort zum Boss kommen. Mega Fatty! Richtig lustiger Typ. Ungelogen, ich feiere den derbe. Das ist gar nicht so geil, dass wir Are You a Wizard benutzt haben, weil man sich jetzt ein bisschen... Oh! Das war blöd. Wenn man jetzt sich ein bisschen blöd hinstellen muss, damit man den trifft. Mega Fatty dafür bekannt, er saugt ein, er springt hoch und er kotzt Kacke. So komisch das auch klingen mag. Ihr seht, da hat es wieder ein bisschen Schaden gemacht, weil wir das schwarze Herz verloren haben. Are You a Wizard hat gerade eben aufgehört, der Effekt. Wir schießen wieder ganz normal, wie ihr seht. Oh, und Achtung, der springt ganz schön schnell hoch und runter. Deswegen da aufpassen, dass man nicht unbedingt unnötig einen Hit reinkriegt. Und das war's auch schon mit ihm. So schnell haben wir ihn jetzt auf. Chopsticks, Toothpicks, Tears and Shotspeed Up.
Ah, das ist doch schön. Oh, guck mal, wir sehen ja jetzt ganz schön brutal aus. Bisschen krank, minimal, ganz bisschen. Okay. Gut, wir kommen immer weiter voran. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind jetzt in Depths One. So, Puberty. Ich weiß gar nicht, was Puberty bringt. Ehrlich gesagt. Bitte nicht mich irgendwie jetzt gleich in eine blöde Situation bringen. Weil bei uns ist es gerade echt fatal, wenn wir Herzen verlieren, weil wir eh nur so wenig haben. Ah, scheiße. Ah, das war unnötig. Schade. So, wir testen einfach mal Puberty hier aus. Ist anscheinend doch eine schlechte Pille, weil irgendwie der Sound sagt ja so, oh, war blöd. Ich weiß nicht ganz genau, was Puberty bringt. Ich werde mich mal im Wiki später schlau lesen. Eine Karte, Joker. Was bringt der Joker? Das ist die Frage. Boah. Na, und ich laufe noch in den Schuss rein. Das war natürlich blöd. Achtung, das ist ein Dude, der über die ganze Map schießen kann. Der hat nicht nur eine Richtung, wo er hinspuckt, sondern der spuckt überall hin. Aber der macht doch die Augen zu, wenn man den Raum geklärt hat. Da werde ich erstmal nicht rüberlaufen. Das ist mir dann doch viel zu riskant. Das gute... Boah! Joker! Der bringt uns hier hin. Interessant. Und bringt uns Pillen. Explosive Diary. Oh Gott, deswegen Explosive Diary! Gut, das ist eigentlich ein Dings, das wir echt gut einsetzen können. Das können wir besonders beim Boss gleich mal gut einsetzen. Oh, ich mag die Dickies nicht, die springen können. Das ist derbe uncool. Toll, da kommen wir jetzt natürlich nicht ran. Was kriegen wir hier? Friends till the end. Das ist eine ziemlich coole. Die nehmen wir mit. Das ist ziemlich cool. Ich werde euch gleich beim Boss demonstrieren, was das genau ist. Oh Gott. Ich habe mir gedacht, dass ihr die seid. Die hasse ich auch sehr. To be honest. Meh. Oh. Ein Herz und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seht ihr, jetzt habe ich euch das Item schon mal demonstriert. Das ist das Item. Da ist so ein Typ, der... Also so ein Baby, wo das Gegner anzieht, meine ich sogar. Und dann auch letztendlich tötet, weil es hochgeht. Ich finde es schwer bei den Dings immer zu erkennen, was die genau sind. Also was die schießen. Ob die so Dreier schießen. The Gate! Das Höllentor wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Hab noch nie gegen den spielen müssen. Er lässt auf jeden Fall die Viecher los. Und ich habe gerade eben noch gesagt, dass ich die Viecher hasse. Wieder ein traumhafter Fight. Was war das denn? Kannst du bitte nicht so ein kranker... Ah! Was ist das denn? Ja, okay. Oh. Das war ein harter Boss. Das war... Der hatte es schon in sich. Ich habe nicht unbedingt so viele Herzen verloren, aber... Doch, war schon hart. Muss man sagen. Übrigens, wenn man an solchen Ads am Ende noch verreckt, obwohl man den Boss geschafft hat, das ist echt nicht so cool. All sets up! Ja, wir kriegen ein Herz dazu, das ist sehr cool. Wir werden sofort runtergehen zur nächsten Aktion, nämlich zu der Mom. Die Uhr ist immer noch da, das heißt, wir müssten eigentlich sogar noch unter 12 Minuten sein. Kann das? Nee, das kann nicht. Wir sind, glaube ich, schon über 12 Minuten. So, den Raum auch schnell geklärt. Oh, ich wollte hier doch gar nicht rüber, Mann. Ich dachte, da wäre ein anderer Raum, aber das war nur der Arcade-Raum. Mit so wenig braucht man definitiv nicht in den Arcade-Raum gehen. Mit so wenig Money. Money on my mind. Money on my mind. Eine Kiste. Hallo. Ich hätte ja echt gerne mal HP-Up-Items, zum Beispiel Dogfood oder so. Das sind immer Items, Items, die mir sehr gefallen. Ob man es glaubt oder nicht, mir gefällt HP-Up.
Hätte man sich ja nicht denken können, nicht? So, das auch schnell hinter uns gelassen. Toll, jetzt haben wir zwar ein bisschen Leben. Hier werden wir eine Bombe für lassen. Guck mal, was für süße Geräusche die machen. Oh, die kann ich euch jetzt auch mal demonstrieren. Ich hasse die Viecher. Es gibt Marmhände. Ihr wisst ja vielleicht, dass dieses Spiel gerne mal Zelda-Anspielungen macht. The Legend of Zelda. Und eben das ist auch eine The Legend of Zelda-Anspielung. Denn es gibt ja bei The Legend of Zelda diese schwarzen Hände, die so von oben kommen und dich greifen und wieder an den Anfang des Dungeons bringen. Können die hier auch. Das heißt, wenn ihr von denen getroffen werdet, verliert ihr ein halbes Herz und werdet am Anfang von dem Dungeon geschickt. Oh, mein Dude. Mir wurde übrigens auch gesagt, dass diese blauen Feuerdinger kaputt geschossen werden können, genau. Dass man da ein bisschen aufpassen soll und dass da auch gerne mal was rausfällt. Zum Beispiel Soul Hearts. Diese blauen Herzen, die wir jetzt ja auch schon hatten. So. Das wird eklig. Hier schnell mal rüber. So. Einigermaßen überlebt. Puberty! Ich weiß immer noch nicht, was Puberty bringt, aber das Geräusch, was da kommt, sagt ja irgendwo, dass uns das nicht gerade positiv etwas bringt. Deswegen. Oh, ich habe zum Glück einen Schlüssel. Ich dachte, ich hätte keinen Schlüssel. Aber ich habe einen. Und wir bekommen einen fliegenden Double Shot Body. Das Harlequin Baby. Das schießt jetzt mit uns ein bisschen durch die Gegend. Und ich würde sagen, auch wenn wir jetzt gerade nicht unbedingt gut ausgestattet sind, werden wir jetzt gleich mal zur Mom rennen. Ah, Isaac! Ich muss übrigens auch zugeben, was die meiner Meinung nach echt gut geschafft haben. Finde ich, dass die Mom besser klingt. Muss ich zugeben. Also die Mom hat ja irgendwie eine neue Synchro-Stimme gekriegt und ich finde, das hört man auch echt gut. Die Mom ist cool geworden. Wir machen gerade auch ziemlich Schaden und unser Double-Shot-Buddy ist auch sehr gut dabei. Und damit haben wir die Mom auch schon erledigt. Und HP ab, wunderbar. So, und meine Damen und Herren, egal wie weit dieser Run noch gehen wird, es ist mir gerade sehr egal, ob wir es überhaupt schaffen, dass wir zu Moms Herz kommen. Wir haben den kleinen Raum, den ich gerade eben erwähnt habe. Leider kenne ich die meisten Items hiervon nicht und deswegen wird das jetzt gleich sehr fatal, welches wir nehmen. Und ich nehme das unten rechts, weil ich glaube, das macht HP ab. Ja, wunderbar. So, meine Damen und Herren, wir sind in dem Raum, den ich gerade schon angedeutet habe. Das ist der Raum, wo man gegen jeden einzelnen Boss in diesem Spiel kämpfen muss. Und ich denke, das ist schon ziemlich cool, oder? Ich finde, das ist ziemlich cool. Jetzt kann ich euch nämlich mal alle Bosse zeigen. Wir spielen mit einem neuen Charakter, der auch noch nicht gezeigt wurde von mir. Und ich glaube, das ist schon ziemlich fett. So, wichtig ist, die Bosse sind natürlich alle ziemlich schwer für ihren Teil. Aber die droppen auch dementsprechend sehr, 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 sehr viele Herzen. Das heißt, keine Angst, wenn ihr alles richtig macht und aufpasst, wo ihr hintretet, ist das gar nicht so hart. Ich habe es beim ersten Mal auch geschafft, alle Bosse zu legen. Ich weiß übrigens nicht, ob das wirklich alle sind, also alle Bosse, die es im Spiel gibt, weil mir wurde auch gesagt, dass das der 20-Bosse-Raum ist. Und ich glaube, Isaac hat mehr als 20 Bosse. Aber man muss hier auf jeden Fall gegen sehr, sehr viele Dudes antreten. Seht ihr, und jetzt haben wir schon ganz schön viele rote Herzen. Und diese Scheiße hier, wisst ihr noch, das war die Kacke, die uns beim letzten Mal den Run versaut hat. Weil ich nicht wusste, dass die so schädlich ist. Trifft das ihn noch? Ach, schade. Sehr schön. Genau in seine Fresse geflogen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah, jetzt rastet der Boss ein bisschen aus. Gut. Besonders schön ist es übrigens, wenn man fast gar keinen dieser Bosse kennt, weil die alle neu sind für einen. Und dann muss man einfach mal gegen 20 Stück davon antreten. War sehr witzig. Besonders, weil Stony meinte, yo, beeil dich mal, mach mal so schnell, wie du kannst. Dann habe ich eine kleine Überraschung an dich am Ende vom Run. Und ohne das zu wissen, bin ich halt in diesen Raum gekommen. Und ich habe ungelogen, glaube ich, 30 Sekunden oder so gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil ich halt nicht wusste, was abging. Weil das halt echt derbe hart ist, wenn du keine Ahnung hast, wie viele Bosse da jetzt auf dich zukommen und plötzlich hast du so 20 Stück oder wie viele das sind vor dir. Das hat's schon in sich, würde ich mal meinen.
Aber wir machen gerade ziemlich gut Schaden. Und sind auch ziemlich gut dabei. Hier ist Loki. Loki ist auch ein blöder Sack. Und den hier, auch wenn der nicht viel macht, immer im Auge behalten. Ist auch ein ekelhafter Dude. Kann sich nämlich sogar noch teilen. Und dann noch ekliger werden, wie ihr seht. Und dann kann er sich nochmal teilen. Gott, kann er sich aufteilen. Ihr solltet euch auch immer einigermaßen so auf einen Boss konzentrieren und nicht unbedingt beide gleichzeitig machen. Ist meine Taktik zumindest immer hierbei. Und mit der Taktik bin ich jetzt einmal schon mal super gefahren. Und ich denke, ein zweites Mal werden wir das jetzt auch hier zusammen schaffen. So. Loki ist auch der Typ, der hier gerade diese explosiven Fliegen spawnt. Und das ist so ein kleiner... Das ist ein kleiner Dude, der recht glücklich ist. Er springt ein bisschen rum, ist glücklich, kotzt ein bisschen Blut. Gemini und der andere, dessen Namen ich nicht kenne. Aber ich weiß, dass die irgendwie was zusammenhängen. Weil die haben beide so einen Fetus rumfliegen. Und der Fetus rastet bei beiden auch ein bisschen aus. So. Und ihr seht schon, dass die Map ist, nachdem man diese Bosse gelegt hat, die ist wirklich wie ein Schlachtfeld. Ich meine, guckt euch das mal an, das sieht ja total brutal aus im Hintergrund, oder nicht? So, und jetzt haben wir zwei Feten, gegen die wir spielen können. Ich glaube, die Mehrzahl von Fetus ist Feten. Falls nicht, ich habe gerade das Wort Feten erfunden. Das ist mit das Schönste, die schönste Konstellation, die ihr haben könnt. Larry Jr. und dazu noch dieser Pops de Pablos, dieser fliegende Dings, dessen Namen ich leider auch nicht mehr drauf habe. Traurig, wie viele Namen ich nicht mehr drauf habe. Und übrigens, selbst wenn das Überreste sind von dieser pinken Scheiße, ne? Die pinke Scheiße ist trotzdem schädlich. Also passt da gut auf. So. Man hat übrigens immer nur zwei Bosse. Und wenn man einen getötet hat von den zwei, hat man trotzdem immer noch nur einen. Also dann wartet man, bis beide tot sind, bis dann wieder zwei spawnen. Also keine Angst. So hart, dass dann 24/7 durchgehend Bosse kommen, ist es dann doch nicht. Das war übrigens scheiße. Eigentlich solltest du die Bombe fressen, hat aber nicht ganz funktioniert. Oh, wir haben keine Bomben mehr. Gut, dass mir das gerade auffällt. So, wir haben dementsprechend auch, ups, viele rote Herzen, was sehr schön ist. Oh, das merke ich allein schon, dass da oben Gertie ist. Auch eigentlich, ehrlich gesagt, ein recht angenehmer Dude. Bleibt nur an einem Fleck stehen. Man kann dauerhaft auf ihn draufballern. Geht klar. So, damit haben wir den nämlich auch. Ja, ich glaube zu Schab brauche ich nichts sagen. Den kann man einfach töten, wenn er zu einem hingerannt kommt und das Maul aufreißt. Dann kann man dem halt Bomben ins Maul schmeißen und die explodieren in seinem Magen. Das macht einigermaßen Schaden. Die beiden, das ist eine fiese Konstellation, das kann ich euch sagen. Besonders nicht unbedingt Monstro ist so hart, sondern Gish. Zumindest ist die kleine Form davon heißt Gish. Ich weiß nicht, ob die große auch so heißt. Aber das ist ja dieses schwarze Gish-Monster. Das würde ich an eurer Stelle mal instant killen. Weil das kann echt fatal werden. Monstro 2 kann natürlich auch sehr nervig sein. Aber Gish, das ist... Ugh, das macht so Stellen am Boden, an die man nicht kommen darf. Und das ist echt gut nervig. Wir sollten uns mal wieder ein bisschen auf Herzenssuche begeben. Oh, komm schon. Das ist übrigens echt die fieseste Konstellation, meiner Meinung nach. Weil die echt eklig zusammen sind. Und wir... Ah, schön. Gish ist tot. Den ich jetzt einfach mal Gish getauft hat, auch wenn er nicht so heißt. Und wie gesagt, auch beim Monster aufpassen, denn der kann Laser sprühen. Sagte er und lief voll in Laser. Voll Laser, wie du abgehst, Alter. So, die Spinne haben wir auch noch vor uns. Widow heißt die, glaube ich, ganz einfach. Und wir haben Pin. Ich glaube, das war Pin. Die gehen einigermaßen klar. Die kann man einigermaßen downhauen.
So. Das ist die weiterführende Form von der Duke of Flies, meine ich. Ich erzähle gerade ehrlich gesagt ein bisschen viel Halbwissen. Es tut mir leid, falls ich jetzt irgendwie was Falsches erkläre. Aber ihr könnt mich gerne natürlich immer in den Kommentaren belehren. Natürlich alles unter einem netten Wort und nicht irgendwie sagen, boah, du Vollidiot, das ist ganz anders. Denn wir gehen ja alle nett um in den Kommentaren. So, Mask of Infamy. Mit meinem fiesester Gegner. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Bei der muss man nämlich immer erst aufs Herz gehen. Das Herz ist dann irgendwann zerstört und dann weiter auf die Maske gehen. Aber die Maske verfolgt einen so ekelhaft. Obwohl ich auch zugeben muss, ich den auch nicht unbedingt mag. Weil der kann Laser in beide Richtungen schießen. Einmal in die seitliche Richtung und in die vordere Richtung. Wie ich gerade eben extra für euch demonstriert habe. Natürlich extra. Aber ihr seht schon, mit dem ganzen Herzen, die man hier in den Poppes geschoben bekommt, ist das einigermaßen machbar. Also es ist natürlich schon ein sehr langer Bossfight, also weil man hier so viele Bossfights hintereinander hat. Aber man kann es trotzdem halt schaffen. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Denn hier liegen wirklich so viele Herzen rum. Die Master of Infamy ist auch recht machbar. Wenn halt das Herz nicht mehr da ist, hat die hinten so eine kleine Öffnung. Ihr seht hinten das Auge. Das muss man anschießen. Kann man auch einigermaßen mit Bomben hinkriegen. Leider haben wir gerade keine. Ich glaube sogar, dass die Mask of Infamy eine der letzten Bosse ist. Denn ich meine, die Bosse spawnen alle in einer Reihenfolge. So. Na? Ach, stimmt. Ganz vergessen zu sagen. Es kommen die apokalyptischen Reiter auch noch. 4 Stück. Pestilenz, Tod, Krieg und den vierten, der ist da unten gerade. Den habe ich gerade vergessen, was der nochmal ist. Pestilenz, das ist auf jeden Fall hier dieses Giftzeug. Der Tod, der Krieg. Und einen gab es noch, aber wie gesagt, vergessen. Tut mir leid. Weiß ich nicht ganz genau. Kann das sein, dass das die Pest ist? Obwohl Pestilenz ist ja Pest. Das hätten wir später aufheben sollen. Das hätten wir später aufheben sollen. Übrigens, meiner Meinung nach immer erst den Tod töten, denn der mit seinen Sensen ist echt ganz schön nervig. Just saying. Sein Steckenpferd fliegt dann ja auch immer so ein bisschen durch die Arena, da müsst ihr aufpassen. Das Rote war übrigens gerade Krieg. Das ist War. Falls ihr ihn nicht wiedererkennen konntet, den süßen Typen. Und achtet mal auf War. Guckt seine großen Augen an, wenn der da so stehen bleibt. Das sieht so niedlich aus. Bitte tu mir nichts. So niedlich. So. Ach, The Fallen kommt auch noch. Okay, es ist doch nicht in einer Reihenfolge. Das ist nämlich gerade schon wieder eine andere Reihenfolge, als wie ich sie sonst hatte. Ich meine, The Fallen kam sonst anders. Wenn wir uns jetzt noch anstrengen, könnten wir es wirklich noch schaffen, das weiße Herz in die nächste Stage mitzubringen. Das wäre sehr fett. Oh, das wird aber gerade sehr hart, das zu schaffen. Na, schade. Kein weißes Herz für uns. Schade. So. Aber dafür Undefined. Dafür bekommen wir das Sparschwein. My Life Savings. Und dafür bekommt man 3 ganze Münzen. Wow. Unfassbar. So, und das war der kleine Bossraum, wie ich ihn schon erklärt hatte. Boah, boah, nach diesem Raum muss man sich echt immer kurz zusammenreißen, weil das echt ganz schön hart ist. So, aber weiter geht's in The Womb 1, wo wir schon sehr oft gestorben sind. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. So, ich habe übrigens das erste Mal, als ich zu Mom kam, kam ich wieder in Womb, da hatte ich schon mega Schiss, kam sofort in Womb 2 und zum Herzen. Da habe ich zum ersten Mal dann instant beim allerersten Mal The Womb gestorben. Und warum sind wir gerade nicht im Womb, sondern im Utero? Wir sind gerade im Uterus. Ist man das immer? Nee, oder? Ich könnte schwören, dass man nicht immer im Uterus ist. Sondern eben im Womb. Das verwirrt mich gerade ein wenig. Hier immer viel laufen, viel laufen bei diesen Würmern.
Oh, und nicht in einen Wurm reinlaufen, das ist auch immer schön. So, was ist das denn? Wusch, Whipworm. Okay, damit schießt man schnell. Was war das? Faith Up. Ja, wir nehmen mal Whipworm. Wir haben übrigens gerade bei den ganzen Bossen nicht einmal unser Leertasten-Item benutzt. Ich muss mich wirklich dran gewöhnen, dass ich das öfter benutze. Denn so ein Leertasten-Item kann manchmal so viel Schaden machen, aber ich verpeil's einfach, das zu benutzen. Und wir haben schon wieder sehr wenig Herzen, was nicht so schön ist. Ich hab keine Ahnung, was der macht. Auf uns zufliegen. Okay. Hier geht's gleich zum Boss. Okay. Sich jetzt am besten nicht in irgendwie eklige Situationen bringen. Denn im Sonnenraum muss man definitiv keine Herzen verlieren, meiner Meinung nach. So, ich will noch nicht instant zum Boss gehen. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum. Denn mit 3 Herzen kann das doch sehr arg böse enden. Das sind die kleinen Girlies, die auf euch zugelaufen kommen und ein bisschen Blut spucken. Man muss halt aber einfach zugeben, dass es echt unglaublich niedlich ist. Hier warte ich noch kurz, denn da ist böser Boden drunter. Lay waste to all... Übrigens, wenn ihr eine Death-Karte benutzt beim Boss, kommt ihr instant weiter. Und wisst ihr was? Das werden wir machen. Obwohl, ich glaube nicht instant, das funktioniert nur bei den ersten Bossen. Wir machen denen dann nur ein bisschen Schaden. Trotzdem habe ich Angst, weiter Uterus zu sein. Loki, beide Hälften von Loki. Loki habe ich euch ja gerade auch schon gezeigt. Und ihr seht, dass das bei manchen Bossgegnern fast gar keinen Schaden macht. Traumhaft. Aber Loki ist gar nicht so hart. Mein Trick bei dem immer noch, am besten auf eine Hälfte erstmal konzentrieren. Dann hat man nur noch eine vor sich und dann ist es nicht ganz so hart. Die Fliegen sowieso erstmal außen vor lassen, die machen einem nur Stress. Außer die Fliege fliegt euch halt gerade in Schuss, dann könnt ihr die natürlich auch töten. Und Loki ist dann auch schon Geschichte. So, wir haben eine Spritze. Speed and Shot Speeder up. Okay. Gut, und ich würde sagen, wir könnten hier jetzt wirklich noch nach einem Item suchen. Komm, machen wir eben noch. Wir suchen hier noch nach einem Item, also nach dem Gewinnerraum, wie ich ihn immer gerne nenne. Denn es wäre schon schön, irgendwie noch HP abzubekommen oder so. Und ich hoffe, es ist kein Fehler, dass ich jetzt gerade weitersuche. Es ist ein Fehler. Es ist sowas von ein Fehler. Denn ihr müsst wissen, ihr macht einem wirklich halt alles ein Herz Schaden. Und ihr müsst echt gut aufpassen. Und wir sind gestorben. Verdammt! Ich dachte mir schon, dass es ein Fehler ist. Schade, schade. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Das war der erste Run mit Eden. Und wir haben Mams Fuß erlegt und 20 Bosse in einem Raum. Das ist schon ziemlich hardcore. Wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Run morgen. Bis dann, euer Brain. Tschüss mit Ü. Kapurr.